Ich grüße euch. Wir haben jetzt den 8. Dezember 2023. Wir sind jetzt bei der 8. Flasche. Und nachdem gestern ja ein ganz interessanter wieder dabei gewesen ist, wieder mal limitiert in Fassstärke der Spey, der Tenny oder Tini. Ich hoffe, ich habe das jetzt Aussprache sowieso nicht so meins. Bin ich gespannt, was heute dabei sein wird. Heute ganz am Rand. Ich habe vorhin schon mal geguckt, wo die 8 ist. Und ja, es steht natürlich wieder nicht drauf. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ich habe auch heute wieder nicht das Originalglas. Deswegen sieht das wieder ein bisschen komisch aus. Und jetzt schauen wir mal, was der hier so zu bieten hat. Ich hoffe auf jeden Fall. So, bitte nicht runterfallen. Sieht gefährlich wirklich aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr bisher gut durch die Weihnachtszeit gekommen seid. Ganz egal, ob ihr jetzt Fans von der Weihnachtszeit seid oder eben nicht. Dass ihr gut durchgekommen seid, euch das Wetter nicht geärgert habt, ihr nicht allzu viel Stress habt. Ich bin bisher gut durchgekommen und ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ja auch einen guten Begleiter hier und von der Farbe her relativ hell, hat schon ein bisschen was hat er auf jeden Fall mitbekommen an Farbe. Ein heller Goldton, ob er gefärbt ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht, was das für ein Whisky ist. Und hier habe ich einen, der wirkt relativ jung, hat so ein bisschen was Exotisches irgendwie bei sich, was etwas Süßliches, exotisch, süßlich und irgendwie viel Jugend, ich weiß auch nicht. Nicht so viel Alkohol, würde ich sagen. Und jetzt habe ich noch irgendwas. Mich erinnert das ein bisschen an Aprikose. Ja, irgendwie so ein bisschen was Aprikosiges. Gibt es dieses Wort Aprikosiges? Vielleicht jetzt noch so eine ganz leichte, süße Getreidenote. Vielleicht so Richtung so Kellogg's Frosties oder irgend sowas. Diese Getreide-Cornflakes, die nicht wirklich irgendeinen Zusatzgeschmack haben. Ja, viel mehr habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Riecht relativ einfach. Eine leichte Malznote ist vielleicht noch dabei. Ein bisschen was Puderzuckermäßiges. Erinnert mich so ein bisschen an diese Weihnachtsmandeln, an diese Mandeln, die ja so eine Schokohülle drum haben und so Puderzucker und so Zimtmandeln oder was das sind. Ansonsten wirkt da ein bisschen dünn, also ein bisschen schwach, zurückhaltend. Ich denke mal irgendwas zwischen 40 und 43% vielleicht, ich weiß es nicht. Tja, würde ich sagen, schauen wir mal ins schlaue Buch. Ich habe noch nicht geluncht. Wir blättern einmal um und wir haben hier einen, jetzt muss ich die Brille absetzen. Locklear, geschrieben Locklear. Und das ist der Our Barley mit 46%. Oh, dann ist der Alkohol ganz gut eingebunden. Also die 46 hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte wirklich so 40, 43, irgendwas unter Dreh. Und tja, das ist der, was habe ich hier? Our Barley mit Bourbon, Sherry und, ich kann es nicht so richtig lesen. Auf jeden Fall ist er aus den Lowlands. Genau, Locklear. Gut, okay, jetzt hatte ich mal kurz einen kleinen Hänger gehabt. Also Locklear ist für mich so ein bisschen schwierig. Ich persönlich habe jetzt nicht so einen guten Draht zu Locklear. Die haben mir bisher nicht so gut gefallen. Ich bin da auch persönlich ein bisschen vorgeprägt. Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht. Ich will jetzt nicht wieder damit anfangen. Auf jeden Fall ist das was rein Persönliches, eine reine Kopfsache meinerseits. Deswegen will ich das jetzt ein bisschen kurz halten. Nicht, dass ich jetzt hier voreingenommen den probiere und euch jetzt einen falschen Eindruck vermittle. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich mache hier 24 Videos am Stück. Da ist es bestimmt auch nicht schlecht oder nicht schlimm.
wenn ich mich hier mal besonders kurz halte. Tja, Loglia ist eine relativ neue Brennerei, die gibt es noch nicht so lange. Wie gesagt, aus den Lowlands, hat diese typischen eckigen Flaschen, mit diesem grünlichen Etikett hier bei der Abfüllung, hat man bestimmt schon mal gesehen. Auf jeden Fall hat da jemand ganz Bekanntes seine Finger mit im Spiel. Und ja, es ist kein Gründungsmitglied, wie ich es mal fälschlicherweise in einem Video gesagt hatte. Und zwar ist der aktuelle Direktor und Master Blender, der John Campbell, hier mit verantwortlich dafür. Und ja, war vorher bei Laphroaig tätig, also bringt eine ganze Menge Erfahrung mit. Und Loglia macht alles von Hause aus selber. Ich glaube auch das Getreide bauen die dort irgendwo in der Nähe selber an. Also da kann man alles zurückverfolgen, da ist alles irgendwo nachverfolgbar. An sich eigentlich ein schönes Konzept. Und ja, ich gucke nochmal schnell, was hier auch noch da steht. Das Motto der Brennerei, Dairy to be Honest. Genau, hier steht das auch nochmal mit dem John Campbell mit dabei, was das für Fässer sind. Bourbon, Sherry. Wie viel Prozent? 46% und hat in den letzten Jahren ordentlich international für Furore gesorgt. Ja, guck mal aber mal, was jetzt noch auf der Zunge zu bieten hat. Wie gesagt, ich versuche möglichst objektiv zu sein. Ich hoffe, es gelingt mir. Cheers. Der wirkt auf mich auf jeden Fall auch im Mund relativ ein bisschen jung. Liegt weniger daran, wie ich sonst immer. Also für mich haben junge Whiskys ganz oft so einen, viele sagen metallischen Geschmack. Für mich ist das so ein Blumenladen. So was floral, nasses irgendwie so ein bisschen, wie man halt in so einen Blumenladen reingeht mit so einer extrem hohen Feuchtigkeit in der Luft, also Luftfeuchtigkeit. Habe ich hier nicht. Für mich ist das eher jetzt daran auszumachen, dass ich hier aktiv kein Alter schmecke. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also es gibt ja, also nicht jeder Whisky muss ja gleich gesetzt schmecken und wie ein 3000 Jahre alter Methusalem. Aber hier fällt mir besonders auf, hier fehlen halt so ein paar Jahre. Nicht, dass ich diese Jugend schmecke, sondern das ist fehlender Jahre. Der ist auf jeden Fall recht süffig, die 46%, das muss ich sagen, sind gut eingebunden, da ist nichts sprittig, da ist jetzt nichts störend, da wirkt jetzt nichts irgendwo falsch oder schlecht gemacht. Der ist relativ, ja, für meine Verhältnisse finde ich ein bisschen dünn, nicht dünn vom Alkohol, sondern von den Aromen, also das ist ein leichter, sagen wir es mal so, ist ein recht leichter, trotz 46%, für mich ein relativ easy drinking Dram. Ich habe hier so eine Süße mit drin. Ich habe hier was Abfälliges jetzt auf der Zunge. Schwebt auch was leicht Exotisches mit. Habe auch so eine Aprikose jetzt mit dabei. Und halt so eine ganz süße Getreidenote, also ganz süße Kellogg's Frosties. Also wenn man dort nochmal so ein bisschen Zucker drüber macht, beziehungsweise so wie diese Fruchtbonbons aus dem Glas, den man vielleicht von früher kennt, die auch so eine weiße Schicht drüber hatten, am Anfang geschmeckt haben, sowas. Vom Abgang her ist er relativ kurz. In der Nase, muss ich sagen, gefällt er mir eigentlich wirklich ganz gut. Also der geht in der Nase jetzt ganz gut ab, wirkt recht süß und der hat jetzt auch so eine Gummibärchen. Ja, Gummibärchen. Cool, wie so eine Tüte Haribo, Gummibärchen oder so Trolli oder was ist da alles, so gibt es aufgerissen, Nase eingehalten. So riecht das und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also von daher, ja, ganz cool. Vom Abgang her ein bisschen kurz, da wird er ein bisschen trockener, die Süße bleibt. Ich habe jetzt auch so eine Gummibärchen-Süße, also irgendwie bin ich jetzt auf so Gummibärchen umgeschwenkt. Im Abgang, ja, ist kein schlechter, aber ist jetzt nicht meiner, sagen wir es mal so. Ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, wirklich überhaupt nicht. Ist gut gemacht, würde ich jetzt so sagen, aber es ist einfach nicht meiner. Tja. Aber es muss ja auch nicht immer sein. Also wenn jedem Whisky-Trinker, Whisky-Fan
absolut jeder Whisky immer mega gut schmecken würde und der von jedem Whisky begeistert wäre. Ich meine, das wäre ja irgendwo das Paradies, aber dann wäre es ja auch langweilig. Ne? Dann würden wir auch gar nicht solche Videos gucken oder zu irgendwelchen Tastings gehen, weil wir von vornherein wüssten, dass die erstmal sowieso, also wir die alle geil finden. Von daher, ja, würde ich es dabei belassen. Ich glaube, so teuer ist der auch gar nicht. Das müsste jetzt irgendwo zwischen 30 und 40 Euro liegen. Ich sage jetzt mal 35 Euro war das, glaube ich, so in der Drehe. Gut, ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, bin gespannt, was morgen drin ist, was mich morgen erwartet. Und ich werde mir jetzt trotzdem nochmal Zeit für den nehmen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, macht es euch gemütlich, genießt eure hoffentlich Freizeit. Ansonsten, wenn ihr Dienst habt, dann einen möglichst ruhigen Dienst wünsche ich euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, auf eure Gesundheit. Cheers. Just around the corner, coming up just around the bend. Holiday couldn't be here sooner. Holiday for family and friends. And we've got pine tree, pine cone, evergreen, mistletoe, candy cane, Santa Claus, a gingerbread woman and a gingerbread man.